Hallo Freunde, heute stricken wir ein Dreieckstuch. Und dieses Tuch stricken wir zusammen. Angefangen bei der ersten und zu Ende gebracht bei der letzten Masche. Man glaubt eigentlich, dass so ein Tuch ein Standard, ein Basisteil einer Garderobe ist. Dieses Jahr ist es tatsächlich noch ein bisschen mehr. Ich habe auf Pinterest rumgewühlt. Ich habe ganz viele Bilder zusammengestellt von den Laufstegen der Wintersaison 2021 und tatsächlich tauchen überall diese Dreieckstücher drapiert um den Hals, um den Kopf, um die Schulter. Die schönsten Modelle meiner Meinung nach waren die, die einfach nur glatt rechts gestrickt waren. Mit einer wirklich schönen qualitativen Wollwahl, mit ebenen Maschen, mit einem leichten Flausch. Und einer wirklich enormen Breite. Für meine Anleitung stricke ich meistens mehrere Modelle, damit ich wirklich Masche für Masche ganz genau die Schrittfolge erklären kann. Und ich habe angefangen, dieses Tuch erst aus diesem wundervollen Tweed zu stricken. Tweed ist sowieso eine Qualität, die einfach für sich selbst spricht. Umso bedauerlicher fand ich, dass diese Qualität auch nicht mehr zu haben ist. Das war Lana Grossa Alpaca Peru, traumhaft weich, traumhaft leicht. Und ich hatte nur noch zwei Knäuel. Ich habe erst, dachte ich, ich werde nachbestellen, aber keine der Farben war zu haben. Und deshalb habe ich es wieder aufgetrennt und die zwei Knäuel aufgeteilt in ein Tuch. Das in etwa 100 Gramm wiegt, ist ein bisschen schmaler als das andere, auf das ich gleich eingehen werde, ist aber nicht minder schön und gestrickt nach haargenau der gleichen Technik. Deshalb musste ich mich umentscheiden und habe eine Wolle gewählt aus der aktuellen Kollektion, von der es auch unendlich viele Farben gibt. Naja, unendlich nicht, aber es sind 16 Farben, darunter beige, weiß, schwarz, ganz klassisch, aber auch knallorange, grün und blau. Super schöne Farben. Ich spreche hier von Nuvolette von Lana Grossa. 42% Alpaka, 42% Schurwolle und 16% Polyamid. Ich muss sagen, nach der Wäsche spürt man das Alpaka sehr, sehr schön. Es ist ein Tuch, das überhaupt nicht kratzt. Ich liebe Tücher, aber die dürfen auf keinen Fall kratzen. Dann drehe ich durch, dann laufe ich lieber mit nacktem Hals durch die Gegend. Das ist eine mega flauschige Qualität. Und dieses Tuch enthält tatsächlich gerade mal 80 Gramm Wolle. Ich habe zwei Knäuel verbraucht, wobei ich sagen muss, dass ich diese 20 Gramm, da habe ich 10 Gramm aufgehoben für ein paar Proben und aus den restlichen 10 Gramm habe ich Proben gestrickt und das sind 80 Gramm. Zwei Knäuel Nuvolette reichen dafür und wenn ihr für die eine Hälfte ein Knäuel, für die andere Hälfte ein zweites Knäuel verbrauchen werdet, wird es auch um ein Stück um ein Fünftel größer. Lasst mich jetzt nicht berechnen, wie viel Prozent das bei einem Dreieck ist. Ich kann Dreisatz und ich kann das berechnen für Woll, für Strick. Ja, dass dafür nur zwei Knäuel Nuvolette reichen, liegt auch natürlich an der mega Lauflänge. Das sind 250 Meter à 50 Gramm. Mein Tuch ist in der Breite ca. 70 cm
Und in der Länge sind das ganze 1,70 Meter. Hier ist mein kleiner Rest Wolle. So sieht der Faden aus. Sehr, sehr angenehm. In der Haptik sehr, sehr angenehm beim Stricken. Ich habe Nadelstärke 4 dafür verwendet. Das einzige klitzekleine Problem war, dass diese Wolle nicht allzu fotogen ist oder beziehungsweise zu fotogen. Ich habe das ganze Tuch vor der Kamera gestrickt und ich habe im Nachhinein gesehen, dass die Maschen kaum zu erkennen waren, sprich, wo ich mit der Nadel reinsteche, wie ich mit der Nadel, wie ich Maschen abnehme, wie ich Maschen zunehme. Man sieht einen sehr süßen, sehr schönen, flauschigen Haufen. Deshalb, zu Lehrzwecken, habe ich dieses mini kleine Tüchlein gestrickt. Und die Technik bei diesem Tuch ist auf jeden Fall sehr, sehr gut sichtbar. Wir fangen an, unten nehmen die Maschen zu, dann nehmen wir die Maschen ab und verstecken den Faden. Man sieht sehr gut, wie ich den Rand gestrickt habe. Hier und hier. Und man sieht wirklich jede Masche, wie ich reinsteche, wie ich die Maschen wieder raushole. Mit einem etwas fotogenerem Garn. Diese Anleitung gibt es natürlich auch schriftlich auf meinem Blog dyketaters.com. Lasst euch auch auf meinem Instagram-Account inspirieren. Schaut bei meinem Pinterest-Account vorbei, um euch ein paar Ideen zum Tragen des Tuches anzuschauen. Für das Tuch braucht ihr im Prinzip nur Rundstricknadeln in der Länge von ca. 60 bis 80 cm. Ihr könnt welche nehmen mit einem auswechselbaren Seil und den Anfang nur auf den Nadeln machen, sie einfach abnehmen und dann stricken, beziehungsweise wenn ihr die ganze Zeit bei diesem kleinen Strick wenden wollt, dann könnt ihr auch Nadeln mit einem festen Seil nehmen, das die ganze Zeit dran. Der Anfang geht auch relativ schnell und ihr werdet sehr schnell zu den Nadeln mit dem langen Seil rübergreifen müssen. Ich habe den Anfang auf meinen Nadeln aus dem Nadelspiel gemacht. Das sind die praktischsten Nadeln Stärke Nummer 4. Dann braucht ihr noch eine Wollnadel, vielleicht noch eine Häkelnadel, je nachdem, womit ihr am liebsten die Fäden im Strick versteckt, eine Schere und eventuell noch ein Zentimetermaß, einfach um nachzumessen, wie breit euer Tuch ist. Ich habe jetzt nachgemessen, die Breite ist 70 cm, deswegen habe ich ein Seil von 80 Zentimetern Länge, das finde ich am praktischsten, dann kann man den wirklich ausbreiten, gucken, das gefällt mir, das lasse ich jetzt so, beziehungsweise stricke weiter, wenn es einen zu schmal ist. So, wir fangen an, und zwar nehmen wir uns die Nadel und schlagen 3 Maschen mit einem euch bekannten Maschenanschlag an. Ich mache den Kreuzanschlag, den ich normalerweise benutze. 1, 2 und 3. Ein kleinen Zipfel zum späteren Einweben könnt ihr übrig lassen. Drehen das Ganze um und stricken die erste Reihe. Wir nehmen die erste Masche ab, stricken die nächsten beiden Maschen links, links. So, in der nächsten Reihe nehmen wir die erste Masche ab, die zweite Masche, die stricken wir rechts und dann schlagen wir eine Masche auf die Nadel
Und zwar folgendermaßen. Hier liegt euer Faden, der geht von der Nadel über den Zeigefinger rüber. Wir drehen einmal den Zeigefinger und hier bildet sich schon so eine Schlaufe. Da stechen wir von hinten mit der Nadel rein und da ist eure Schlinge, Schlaufe, Masche, nennt es wie ihr wollt. Da ist die erste zugenommene Masche. Die nächste Masche stricken wir auch rechts und ziehen da am Zipfel. So, die Rückreihe. Wir nehmen die erste Masche ab, stricken die zugenommene Masche links und die nächsten beiden Maschen stricken wir nicht durch. Wir ziehen sie einfach rüber und der Arbeitsfaden bleibt hinten. So, drehen das Ganze um. Jetzt liegen die Maschen so rum auf der Nadel, so als hätten wir das nicht, was wir auch nicht haben, als nicht durchgestrickt. Jetzt ziehen wir unseren Faden um den Finger, spannen ihn und stechen von vorne rein in die erste Masche von vorne und stricken eine rechte Masche. Machen das gleiche mit der nächsten, stechen von vorne und stricken eine rechte Masche. Und als nächstes kommt wieder eine zugenommene Masche auf die gleiche Art und Weise. Also der Faden läuft um den Zeigefinger herum. Wir drehen einmal den Zeigefinger. Da überkreuzen sich schon die Fäden und wir stechen in diese Schlinge von hinten rein. Zack, haben wir eine neue Masche. So, einmal deutlich zu sehen. Da. Stricken die nächsten beiden Maschen rechts. So. In der nächsten Reihe nehmen wir die erste Masche ab, stricken zwei Maschen links und die letzten beiden ziehen wir auf die Nadel, während der Faden vorne bleibt. Wenn wir das einmal umdrehen, ist der Faden hinten. So, so. Dann stricken wir wieder zwei rechte Maschen, in denen wir von vorne reinstechen, zwei Maschen und legen eine Masche zu. Hier ist die Schlinge, die um die Nadel sich windet. Stricken rechts und Achtung, jetzt kommt der nächste Schritt. Wir legen wieder den Faden nach vorne, so wie wir das auf der Rückreihe machen und ziehen, die beiden Fäden, die beiden Maschen rüber auf die Nadel, auf die Arbeitsnadel. Drehen das Ganze um und stricken jetzt diese beiden Maschen, die ersten, links. Stricken links, ziehen uns den Faden nach vorne. Links und links. Die nächsten beiden, bis auf die letzten zwei, stricken wir links, ziehen die letzten zwei rüber und drehen das Ganze. Ab hier wiederholen sich die Schritte, bis ihr die maximale Breite oder die euch beliebige Breite erreicht habt. Das heißt, die ersten beiden Maschen stricken wir rechts, rechts, legen eine Masche zu, nehmen eine Masche zu, stricken die zwischenliegenden Maschen rechts und bei den letzten beiden legen wir den Faden nach vorne und ziehen die Maschen auf die Arbeitsnadel, ohne sie zu stricken. Drehen das Ganze um, legen den Arbeitsfaden nach vorne auf die Nadel, stricken links, links, bis auf die letzten beiden, so,
und die letzten beiden ziehen wir auf die Nadel, ohne sie durchzustricken. Das wird jetzt das Vorgehen sein. Bevor wir gleich zur Maschenabnahme übergehen, stricken wir nochmal die Maschenzunahme zusammen. Und zwar stricken wir jetzt die beiden ersten rechts. Rechts, indem wir vorne einstechen, nehmen eine Masche zu und stricken die nächsten Maschen rechts, bis wir bei den letzten beiden angekommen sind. So, einmal den Faden nach vorne legen und die beiden Maschen rübernehmen. Und jetzt stricken wir die Rückseite. So. Wunderbar. Alle links bis auf die letzten beiden. Ja, genau. Also bei der Maschenabnahme stricken wir die beiden ersten und letzten Maschen genauso wie bei der Maschenzunahme. Das heißt, wir stricken die beiden ersten rechts. Jetzt die nächsten nehmen wir ab und setzen sie wieder auf die Nadel, nur anders herum. So. Also, wir stechen quasi von vorne in die Masche rein und dann liegt sie umgedreht auf der Nadel, die zweite auch. Und dann stechen wir von vorne, also durch die zweite Masche durch, da wo sie sich öffnet, durch die zweite Masche durch und ziehen uns eine rechte Masche raus. So, nochmal. Wir stechen von vorne rein und ziehen uns eine rechte Masche raus. So, das machen wir jetzt in jeder Hinreihe auf der rechten Seite. Die Kante, diese hier, die bleibt genauso weiter. Die stricken wir genauso weiter. Einfach rübernehmen. Einmal nach vorne legen den Faden. Und links durchstricken. Alle Maschen links bis auf die letzten beiden, die wir dann einfach auf die Arbeitsnadel rüberziehen, während der Faden vorne bleibt. So, einmal der Faden bleibt vorne, ziehen wir rüber. So, nochmal die Maschenabnahme. Die ersten beiden stricken wir rechts, ziehen die zwei runter und setzen sie wieder verdreht auf die Nadel. Stechen durch die zweite Masche, dann durch die erste Masche rein und ziehen uns eine rechte Masche raus. So. Und so stricken wir, bis wir circa 5 Maschen auf der Nadel haben. Die letzten Maschen stricken wir natürlich auch zusammen. Nun habe ich 6 Maschen nur noch auf der Nadel und gehe erstmal wie gewohnt vor. Die beiden mittleren stricke ich zusammen. So. Und lege mir den Faden um. So, und die Rückreihe stricke ich links bis auf die letzten zwei. So, jetzt stricke ich wieder die ersten zwei. Dann stricke ich die nächsten zwei zusammen.
So, einmal zusammen. So, und lege mir den Faden um. So, einmal. Noch einmal links, links und hier stricke ich auch die nächste links, nur die letzte Masche, die stricke ich nicht mit. Und jetzt stricke ich die erste Masche und die beiden letzten stricke ich. Die beiden vorletzten, die letzte Masche, stricke ich zusammen und die letzte stricke ich rechts. So, jetzt habe ich wie am Anfang nur noch drei Maschen. Und nun stricke ich nochmal eine Reihe. Dann nehme ich die erste ab, links, links und jetzt mache ich Folgendes. So dass wir wieder auf der rechten Reihe sind. Jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme erstmal die erste ab, die zweite ab und halte sie mit den Fingern fest, lege die erste auf die Nadel und jetzt die mittlere. Was ich jetzt habe, ist, dass die mittlere Masche von den dreien über den beiden anderen liegt. Und jetzt stricke ich durch alle drei, da muss man erstmal reinstechen, durch alle drei einmal eine rechte Masche und durch diese rechte Masche stricke ich auch wieder eine Masche durch. Die ziehe ich dann raus und schneide. So, den Faden schneide ich erstmal ab und ziehe ihn zu. So, wir schauen das mal an. Also, ihr habt eine sehr schöne Maschenabnahme und diese Kante, die über die beiden Schenkelseiten des Tuches geht. Hier die gerade sieht auch super aus von der linken Seite aus und die Fäden. Das zeige ich nochmal auch hier. Die weben wir einmal ein. So, da könnt ihr das in diese Kante oder in diese Kante einmal einweben. So. Das ist nur mein Probestück, deswegen mache ich das jetzt nur ungefähr und schneide ab. Bei dem Waschvorgang zeige ich ganz genau, wie ich auch die Fäden und wann ich sie abschneide. Für euch mache ich das jetzt nur bei diesem Probestück, damit wir ein Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Tuch haben. Vielleicht was fürs Puppenhaus, für die Puppen. Wir haben ein Hasi zu Hause. Der wird es vielleicht tragen. So. Habe ich nicht gewaschen. Ich habe es nur gebügelt. Da sieht man noch so ein bisschen Feuchtigkeit vom Dämpfen. Aber so sieht das dann aus in Mini-Format und gleich stricken wir das große ganze Tuch.